Ja, meine Freunde, was geht ab bei euch? Xiaomi am Start, meldet sich kurz bevor er in den Urlaub fährt, nochmal mit einem kleinen Extra-Video, das relativ spontan kommt, wegen den neuen Monstern. Ich habe es ja schon im letzten News-Video angekündigt, dass ein neues Update kommt mit neuen Monstern, mit Nerfs von China und so weiter. Und zusätzlich zu diesen zwei neuen Monstern, einer heißt wirklich Lucifer, cool, dann ist Licht, net Vibe. Gibt es wieder so ein Event wie damals bei den Snipern, dass man eins automatisch bekommt, wenn man denn 5 Blitze bekommt. Und damals war auf der einen Seite die Freude extrem groß und auf der anderen Seite war die Kritik auch wieder so extrem groß, weil Leute dann sagen, hä, wie teuer ist das denn? Ich habe jetzt keine Schriftrollen gespart. Wie soll ich dieses Monster bekommen? Ich will das unbedingt haben. Wie viel muss ich denn investieren, um das zu bekommen, wenn ich jetzt keine Legendäre habe und wenn ich jetzt mega Pech habe? Heute schauen wir uns gemeinsam an, wie lange es dauert oder wie viele Kristalle es kostet, diesen Typ zu bekommen. Ich habe nämlich aktuell 4 MS und das ist nicht wirklich viel und 69 legendäre Stücke. Die bringen uns jetzt ja auch nicht viel, deswegen habe ich wieder extrem viel Platz. God damn, werden wir so lange beschwören in diesem Video, bis wir den haben und dann schauen wir mal, wie viele Kristalle wir wirklich ausgegeben haben und wie teuer das ganze Ding wird. Sofern es nicht mein Lager übersteigt, das wird es übersteigen, wir kriegen das gar nicht hin. Aber ich werde eine Lösung finden und mir irgendwie nachher ein bisschen Platz freiräumen durch Regenbogenmonster oder so. I don't know. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt direkt mal ein Premium-Paket oder wir holen uns am besten direkt 2, ne? 2 Premium-Pakete holen wir uns sofort. Dann beginnen wir mit der Beschwörung. So, das sind jetzt die ersten 1500 Kristalle, die wir jetzt hier in dieses Spiel investieren und 4 MS, sage ich mal, hat jeder jetzt hier irgendwie rumliegen. Wenn nicht, dann, tja, dann nicht. Aber wir haben jetzt hier diese 4 extra MS. So, wir beginnen mit 26 sportlichen MS, die nicht nach 5 Blitzen schreien. Also normalerweise sagt man pro Premium-Paket 1, wenn man Glück hat manchmal sogar 2, wenn man Pech hat, gar keiner. Also jetzt bin ich sehr gespannt, wie viele Blitze wir bekommen, beziehungsweise wie viele Premium-Pakete wir kaufen müssen, um dieses Event abzuschließen. Bisher sieht die Rate nicht so toll aus. Man munkelt immer, wenn so ein Event kommt, dass die Blitzrate noch ein bisschen niedriger geschraubt ist. Ich denke, das ist jetzt eher so ein Mythos oder man denkt das. Das wäre schon ziemlich mies. Erster Blitz übrigens ist schon da. Also kommt einem wahrscheinlich so vor, aber die Blitzrate ist immer schlecht. Sagen wir es mal so. Nein, Quatsch. Okay, ich würde sagen, ich räume mal ein bisschen auf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir haben wieder ein bisschen mehr Platz. Weiter geht die Beschwörung praktisch, dass es die Regenbogenmon-Funktion da jetzt gibt, dass wir die craften können. Aus 2 Premium-Paketen haben wir 2 Blitze bekommen und hier noch eine Sabrina. Gott sei Dank in der letzten MS, beziehungsweise wir hatten ja auch noch die extra 4 Schriftrollen. So, 2 Premium-Pakete. Machen wir Premium-Paket Nummer 3. Normalerweise gehe ich nie unter 10.000 Kristalle, heute eine Ausnahme. Und Premium-Paket Nummer 4. Das heißt, wir sind jetzt schon bei 3000 Kristallen, die man nicht so einfach mal aus der Tasche ziehen kann, außer man ist sehr sparsam, so wie ich ungefähr. Aber normalerweise Leute, die jetzt nicht auf so ein Event hingespart haben, kommen womöglich aktuell schon an ihre Grenzen. Wenn man jetzt zum Beispiel Legendäre hat und so und TOA noch nicht gemacht hat oder so, ist das natürlich kein Problem. Wir haben Gargoyle bekommen! Also, was lernen wir daraus? Wir brauchen gar nicht so viele Schriftrollen, um einen Gargoyle zu bekommen. Cool. Ich dachte zuerst, das wäre ein Taeor. Nice. Das freut mich so. Also, ich bin jetzt weg, ja. Aber nach dem Urlaub werden wir diesen Gargoyle auf jeden Fall als Sixter testen. Ich verspreche es euch. Ich bin nämlich sehr gespannt und ich finde die echt cool. Nice. Okay. Bin ich gespannt. Hoffentlich kriegen wir gleich noch einen anderen aus dem Event. Ansonsten haben wir natürlich Skill-Ups. Die brauchen die natürlich aus. So. Bisher sieht es wieder schlecht aus, also nur ein Blitz wieder in fast 2 Premium-Paketen. Ich habe gehofft, dass wir nicht so viele kaufen müssen.
Aber momentan sieht es danach aus. Also wir haben 3 Blitze, uns fehlen noch 2. 2. Die könnten natürlich relativ schnell kommen oder es dauert leider ein bisschen länger. So, 3000 investiert. Jetzt investieren wir 4500. Damn, wenn man das gegen echtes Geld kaufen würde, wäre das ehrlich gesagt nicht so toll. Das würde relativ teuer werden. Trotzdem, es ist ein interessantes Event, das kommt, was viel bringt und das einige Leute glücklich stimmt, die gut vorbereitet waren. Also am besten, das ist halt doof, aber hebt euch am besten immer was auf, wenn ihr hört, dass irgendwas bald kommt. Kann man halt nicht so spontan entscheiden, wenn man einen Tag vorher gerade alles ausgegeben hat. Aber es ist immer gut, ein bisschen Kristalle als Backup zu safen für sowas. Vor allem, da es so Events früher nicht gab und jetzt seit dem letzten Mal wird sowas wahrscheinlich in Zukunft auch nochmal passieren, wenn neue Monster released werden. Da ist unser letzter Blitz! Also, wir haben insgesamt, wie viel haben wir ausgegeben? 4500. Damn, das ist schon heftig. Schauen wir mal, wen wir jetzt bekommen. Jetzt bin ich gespannt. Wir holen uns das jetzt hier ab. Wir kriegen hier immerhin, eine Beschwörung durch Beschwörungssteine hier. Und dann bekommen wir einmal 100 Kristalle. Aber im Vergleich ist es natürlich extrem teuer. Aber wir kriegen auch einen coolen Gargoyle. Was natürlich auch toll ist. Ja, also es ist Fluch und Segen zugleich. Natürlich freuen sich diejenigen, die Geld ausgeben oder die genug gespart haben. Die anderen müssten jetzt, so gut es geht, viele Schriftrollen bekommen oder nicht so viele Schriftrollen bekommen und dafür aber dann da in denen ganz viel Glück haben. So, beginnen wir mit dem hier. Kommt der jetzt? Oder ist der jetzt hier? Ist der jetzt hier? Nee. Beschwören wir den jetzt? Wahrscheinlich. Ja, Gargoyle beschwören. Okay. 3, 2, 1. Gargoyle wird ruhig. Wind oder Feuer. Wen finde ich am coolsten? Ich finde die alle sehr spannend. Wir haben Wasser bekommen. Komm, gib mir Feuer. Dann haben wir Feuer und Wasser. Gargoyle. Ich finde ihn nicht mehr. Hier ist der Gargoyle. Komm, Feuer! Feuer, 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 Feuer. Da. Zweimal Wasser. Naja, also nicht das, was man sich wünscht, aber ja, ist okay. Jetzt haben wir zweimal Wasser, kann ich auch mitleben, wie gesagt, Skill-Ups. Und einen davon werden wir zum Sixter machen und mit dem anderen, entweder hebe ich den mir auf oder warte, dass ich vielleicht den Feuertyp bekomme oder gebe dem Wassertyp den einfach als Skill-Up. Können wir natürlich auch machen. Muss ich noch überlegen, schaue ich mir noch in Ruhe an. Und ja, also cooles Event. Freue mich, dass ich den jetzt bekommen habe. Ich hätte am liebsten 2 verschiedene gehabt, aber kann man sich natürlich nicht aussuchen. Jetzt habt ihr ungefähr gesehen, wie teuer es bei mir war. Das gleiche kann bei euch natürlich komplett anders sein, also in die eine oder in die andere Richtung. Ich denke, es war jetzt so Durchschnittsblitzrate, jetzt nicht so übertrieben hoch und auch nicht extrem schlecht. Ich denke schon eher so in Richtung weniger Blitze. Aber ich kenne Leute, die 40 MS öffnen und keinen Blitz haben, was noch schlimmer ist. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann wir hören uns dann nach dem Urlaub wieder. Dann werden wir den testen und dann werde ich auch das Review zu den neuen Monstern machen. Ich weiß, es ist ein bisschen spät. Ich hätte es am liebsten jetzt gemacht, aber ich muss jetzt gleich packen und dann geht's bald los. Und sonst hätte ich nicht Zeit, 2 Videos noch zu schneiden, rendern und hochzuladen. Das wäre dann ein bisschen zu viel. Aber naja, ich hoffe, euch geht's gut. Wir sehen uns dann bald und macht's gut. Eine schöne Zeit. Ich bin dann bald wieder da. Und ganz viel Glück bei diesem Event und schreibt rein, wie viele Kristalle bzw. wie viele MS ihr ausgeben musstet, bevor ihr dieses Event abgeschlossen habt, falls ihr das im Kopf habt oder falls ihr das jetzt gleichzeitig macht. Kann ja natürlich auch sein. Könnt ihr eure Werte mit meinen vergleichen. So, ich hoffe, euch geht's gut. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.